Tausenderleitung. Bitte was? Und so, ja, eine 8000er-Leitung. Also eine 8000er-Leitung, eine 8K-Leitung. Weil das ist noch von DDR-Zeiten, da stand nur die Mauer, ey. ja. Ja, und jetzt muss ich halt noch dieses eine Kriterium erfüllen, dass ich mir eine 50K-Leitung zulege, was ich auch vorhabe. Und dann steht dem Stream eigentlich so gut wie gar nichts mehr im Weg, ne? Außer halt meine CPU. Und das ist das letzte Kriterium, was ich noch erfüllen muss. Wenn ich dieses Kriterium erfüllt habe, dass die CPU mir nicht so auf den Sack geht, dann läuft alles. Ja, dann läuft das und ich glaube, dann gibt es auch gar keine Schwierigkeiten mehr. Ich bekomme ja auch wahrscheinlich... Das muss ich auch noch erzählen, eigentlich. Ey, ich habe noch so viel zu erzählen, ne, Leute? Das glaubt mir gar nicht. Aber ich muss noch was für die andere Aufnahmesession vorbereiten zum Erzählen. Also ich darf hier nicht alles verplappern, weil ansonsten habe ich später nichts mehr zu sagen. Nee, also das kann ich aber noch erzählen, denn der liebe DJ Paddy, ich bin ja gut befreundet mit dem, und weil der so nett ist, meinte er so, komm Bruder, kriegst du von mir eine Maus. Ich so, okay, gut, danke und so, ne? Und das ist jetzt schon fast ein Monat oder schon länger her. Und diese Maus, die ist immer noch nicht angekommen. Diese scheiß DHL, ne? Diese Maus, die kommt, glaube ich, nie an, ey. Bei der Geschwindigkeit, wie die DHL arbeitet. Ich meine, DHL, ne? Dauert halt länger. Ich meine, wie oft habe ich diesen Witz schon gebracht? Ich glaube schon zu oft. Aber ganz ehrlich, die DHL braucht halt länger. Ist einfach irgendwie voll behindert, ne? Die versenden am meisten Pakete, aber brauchen länger als die anderen. Das ist auch logisch, weil wer mehr Pakete ausliefert, der braucht länger, ne? Ist ja auch irgendwie an einer Stelle so logisch. Vor allem nach dem Streik haben sich die ganzen Päckchen aufgesammelt. Ich meine, da werden täglich, Alter, täglich... alleine nur in einem Bundesland, ja, schon über 100 Päckchen verschickt, ja. Fast, ja, das war jetzt übertrieben, aber so, um es ein bisschen bildlich zu verdeutlichen, dass es halt länger dauert. Und, so wie ich verstanden hatte von meiner, Familie, ist es so, dass die Päckchen, die, sich aufgestaut haben nach einer Zeit, nach und nach mit verschickt werden, weggeschickt. Und die Päckchen, die jetzt nach dem Streik direkt ankommen, werden auch direkt gleich wieder ausgeliefert. Dass die aktuell bleiben und es schnell geht, aber dass die Päckchen, die während des Streikes verstaut wurden, weil die ja nicht weggeschickt sind, länger brauchen. Das ist schon krass, ne? Das ist mal sowas, da denkt man eigentlich so gar nicht dran, dass es wirklich so auch ist, ey. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, ja. Also ich hätte zwar... Ich wollte eine Verlosung starten. Ich sag's mal, ja. Ich wollte eine Verlosung machen. Das Problem bei der Sache ist... Erstens, ich habe keinen Plan, wie ich diese Verlosung durchziehen soll. Denn ich habe leider keine Ahnung, was ich so sagen soll, ey, so zum Beispiel, was, schreibt einen Kommentar, und dann habt ihr die Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist ja ein bisschen lame, ne? Und jetzt muss ich mir echt was überlegen, wie ich das mache mit dem Gewinnspiel halt. Denn ich habe, wie gesagt, gerade eben, oh mein Gott, ich wiederhole mich 50.000 Mal, ein Gewinnspiel vorbereitet. Weißt was? Ich mache jetzt was. Ist ja ein bisschen langweilig. So. So. Brauche ich eigentlich gar nicht den Ofen. Fuck, Alter, was mache ich hier für eine Scheiße? Ich wollte mir eine neue Spitzhacke machen. Wozu stelle ich denn den Ofen auf? Ich weiß es nicht.
Ich kann's einfach. Ich kann's halt. So, wir haben 4 Eier, also wir haben schon mal eine volle Hose, würde ich sagen. Was? Ja. Es wird Tag. Na, sowas aber auch. Komm, verreck. Verreck. Was mir auffällt so, Prinzip so, ich sehe hier eigentlich kaum diese Eisengolems. Früher, glaube ich, mich zu erinnern, die waren überall in jedem Dorf, aber momentan, so heutzutage, sieht man hier echt kaum welche, oder? Schon, wenn man so nachdenkt, voll schade. Run, Forest, run, run, Forest, run. So. Ich warte ja nur, bis man endlich den Waypoint sieht. Ja, und entschuldige übrigens diese kleinen Ruckler zwischendurch. Der Rechner hält es nicht aus, wenn er zu lange online ist, sozusagen. Und der ist jetzt schon 1 Woche online und das hält er nicht aus, der Rechner. Also entschuldigt bitte diese kleinen Ruckler. Das nächste Mal, wenn ich aufnehme, wird es frisch sein. Der Rechner so frisch gestartet nach 2, 3 Tagen Ruhe. Und dann wird es auch nicht ruckeln. Dann läuft das flüssig, ey, ja, wie Becks Gold, Junge. So. Also nimmt es mir bitte nicht zu übel mit den Rucklern. Es sind ja keine großen Ruckler, nur ab und zu mal so eine kleinen Frame Drops. Ich weiß, sie können auch nervig sein, auf jeden Fall. Aber ich kann es momentan leider nicht besser verhindern als sonst so. Manchmal habe ich so einen Glückstag erwischt oder ruckelt das nonstop. Da kommst du gar nicht voran. Das hatte ich mal bei einer Aufnahme. Da bin ich auf die Suche gegangen. Ich glaube, das war die zweite Folge der Expedition. Und ja, das war ein Glückstag, denn da hat es dann geruckelt. Ja, jede Sekunde. Ich habe mich nur bewegt und schon direkt richtig starker, ja, starker Fame Drop. Fame. Oh, Frame Drop, Alter. Und das ist halt nicht so feierlich, ne, wie man es gerne hätte. Da war wieder einer, aber das stört anscheinend. Also mich stört es nicht so ungefähr. Nicht so doll. Es könnte euch vielleicht wahrscheinlich mehr stören, aber ich weiß nicht, ob die rausgehen nach dem Rennen dann. Also, das kann ich jetzt so ehrlich gesagt gar nicht mal so sagen, ne? Aber der ist echt laut, der Rechner, ey. Scheiße. Muss ich mal wieder entstauben. Ihr glaubt nicht, wie viel Staub sich in einem Rechner sammelt, wenn man den durchgehend benutzt, ne? Also, das ist echt unvorstellbar. Joa, was gibt's sonst so Neues? Ich wollte unbedingt dieses Jahr auf die Gamescom eigentlich, aber hat leider nicht so geklappt. Also ich bin nicht auf der Gamescom oder war nicht auf der Gamescom. Ich weiß nicht, wann das online kommt. Es kommt auf jeden Fall eine lange Zeit nicht online. Also es kommt auf jeden Fall sehr schnell online, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Gamescom schon war oder erst sein wird. Das weiß ich ja leider nicht. Oh, jetzt weiß ich, was ich mit dem Ofen machen wollte. Oh, gut, das mache ich dann, wenn es wieder Nacht wird, ne? Hab ja Zeit. Ich habe mir auf jeden Fall endlich angewohnt. Ach da, 900 Meter, yeah. Geil, also ab 1 Kilometer sozusagen sieht man die Waypoints nicht mehr. Also man sieht sie hier nicht mehr, aber man sieht sie oben auf der Karte noch, auf der Minimap. Aber sonst siehst du sie nicht ab 1 Kilometer. Ist doch eigentlich voll gut. So, was will ich noch sagen? Ach ja, genau, ich weiß halt nicht, ob die Gamescom schon ist, war oder erst sein wird.
Ja, so sieht es jetzt momentan halt aus. Aber ich kann dieses Jahr leider nicht oder konnte nicht oder keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Obwohl ich sehr gerne gewollt hätte, dahin zu kommen. So einmal auf die Gamescom, dies, das, so ein bisschen was checken, was so abläuft in der Gamerwelt. Weil man verpasst ja einiges. Ich habe eigentlich noch zwei Spiele, die ich mal anzocken wollte, so als letztes Test auch. Weil ich habe sie mir mal runtergeladen und habe aber noch nicht gespielt. Das heißt, ich kann mir noch keine Meinung darüber bilden. Ich kann ja gleich mal die Titel verraten. Vielleicht könnt ihr mir ja eure Meinung unten in die Kommentare schreiben, wie ihr, ob ihr dieses Spiel kennt oder ob ihr es irgendjemandem empfehlen würdet. Oh, was war das? Waren wir hier? Keine Ahnung. Ob ihr dieses Spiel empfehlen würdet oder nicht, oder ob es gut ist oder was eure Meinung halt dazu ist. Das habe ich mir im Origin Store runtergeladen. Und ja, ich will mir jetzt auch noch Steam zulegen, denn bald, hoffentlich bald, gibt's CSGO. Yeah. Mega nice, würde ich sagen. Meine Fresse, ey, es ist am ruckeln. Es fällt eigentlich kaum auf, nicht so, also es fällt ka eigentlich kaum auf, ja, so in der Hinsicht, weil man bemerkt sie eigentlich kaum, weil es wirklich so hüpelst Millisekunde mal kurz ruckelt und dann läuft es wieder. Am Anfang muss ich sagen, habe ich es doch gemerkt, weil da war ein sehr kleiner, heftiger Ruckler. Sehr kleiner, heftiger Ruckler. Und jetzt merke ich es eigentlich so gut wie gar nicht. Das ist auch gut so. Ich glaube sogar, wir schaffen das, bevor es Nacht wird, zu Hause zu sein. Es sind ja nur noch 400 Meter. Also läuft, würde ich sagen, läuft. Da geht's in Richtung Chaos. Und ja, so sieht's aus. Nehmen wir mal ein paar Rosen mit. Man weiß ja nie, wofür man Rosen gebrauchen kann. Eigentlich müsste ich hier eine Farm bald bauen. Wegen Wolle. Ich hatte auch gesehen, dieses Projekt Minecraft Alpha, das hat euch auch gefallen. Anhand der Klicks konnte ich sehen, dass es euch auf jeden Fall angesprochen hat und anhand der Likes auf jeden Fall. Ja, es ist echt schade, dass ich diese Alpha nicht mehr fortführen kann, weil da hatte ich richtig Spaß. So alte Schule noch. Minecraft von früher. Das hat wirklich so richtig hart Spaß gemacht. Ich glaube, das hat man mir aber auch angemerkt. Weil da gab es halt noch nicht so diesen übelst extrem Luxus, den wir heutzutage hier bei Minecraft sehen. Ich brauche jetzt mal kurz den Ofen. Gönnen wir uns mal kurz. Da oben ist ja schon unser Haus. Oh, da. Oh, yeah. Und wir müssen auch bald wieder weiter runterbauen. Dann müssen wir noch diesen. Oh, ja, da gibt es noch einiges zu tun. Bei dem ersten Haus. Und ja, so sieht es erstmal aus. Auf jeden Fall wird es hier. Werden wir jetzt bauen. So. Gib hier. Oh, Sonnenuntergang. Oh. Die Sonne geht unter. Yeah. Geil. Krass, so innen drin ist so rund und von außen gibt es trotzdem dieses Verpixelte, ey. Krass. So wie dieser Zeigersymbol ist denn das von außen. Das ist voll krass. Nice, einfach nice, Mann. Einfach nice. Ich weiß, das ist jetzt voll die Kohleverschwendung, aber YOLO, ich muss nach Hause. So, los geht's. Ich bin voll gefressen, also ab geht. Ab jedes, sag ich dir. Wir werden jetzt einfach mit dem Material bauen, was wir da haben.
Weil so wird's halt am leichtesten, würde ich sagen. Oh, wir sind zu Hause.